Hey, meine süßen Zimtschnäckchen, wir machen heute einen Zitronenkuchen. Schaut mal, wie saftig dieser ist. Und der geht super einfach. Die Zutaten habe ich euch hier eingeblendet oder auch in die Beschreibung gepackt. Zuerst verrühre ich immer die trockenen Zutaten in der Schüssel. Und ihr braucht hier auch nur einen Schneebesen und eine Schüssel. Ich habe hier Bio-Zitronen, die ich vorher abgewaschen habe, weil wir brauchen den Zitronenabrieb. Reibt nur, bis es weiß ist, nicht tiefer. Und dann brauchen wir auch noch Zitronensaft und hier habe ich euch einen kleinen Tipp mitgebracht, weil ich habe nämlich keine Zitronenpresse und ich habe hier einfach die Kante von meinem Trinkglas genommen und das hat wunderbar geklappt. Das tropft nämlich auch dann super in die Schüssel. Ja, was wollen wir mehr? Also man kann sich auch helfen in der Küche, finde ich ganz toll. Genau, und dann kommen restliche Zutaten, die nass sind dazu, also Milch, Eier, Butter und Zitronensaft hatten wir ja schon. Und dann habe ich mit der restlichen Butter, die in der Schüssel war, die Butter gebe ich immer ganz kurz in die Mikrowelle in der Auftaufunktion, weil ich will die Butter fast sämig. Also ihr seht, sie war schon ein bisschen flüssig, aber sie darf nicht komplett flüssig sein. Wir brauchen nämlich schöne welche Butter im Teig. Und dann streiche ich die Backform aus. Ich habe hier so eine Standard-Brownie-Backform genommen. Die ist so 25 x 18 cm groß. Und mit Semmelbrösel bestrichen, damit der Teig natürlich auch nicht in der Backform kleben bleibt. Und auch hier habe ich den Backofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und dann rühren wir auch schon den Teig an. Da Backpulver drin ist, lasst den Teig auch nicht zu lange stehen. Deswegen Vorbereitung der Backform und dann den Teig anrühren, weil Backpulver möchte gleich gebacken werden. Das darf nicht lange stehen, weil sonst geht euch der Teig nicht auf. So, und dann kommt das Ganze. Ich finde, der Teig sieht schon so lecker aus. Rührt den Teig auch nicht so lange. Einfach, bis er schön glatt ist. Und der ist schon so fluffig. Ihr werdet ihn lieben. Der war so lecker, saftig. Ein Traum. Und ja, alles in die Backform, schön verteilen, auf die Arbeitsplatte klopfen, damit alles schön gleichmäßig ist und dass auch die Luft aus dem Teig kommt. Ja, und dann backt ihr das Ganze so für circa 15 bis 20 Minuten. Es kommt auf euren Backofen an. Ich stelle mir immer einen Timer, wenn ich Kuchen backe, auf 8 Minuten und schaue immer wieder zum Kuchen und schaue, wie weit ist er denn. Und wir machen hier natürlich dann auch den Zahnstochertest, sobald der Zahnstochertest ohne Brösel ist, ist der Kuchen fertig. Er wird nur ganz leicht goldbraun. Also wir wollen ihn auch saftig, wir wollen ihn nicht trocken backen. Deswegen immer wieder reinschauen. Es ist zu jedem Ofen unterschiedlich. Und so sieht es bei mir aus. Es ist nur ganz leicht goldbraun und er duftet. Und ich gehe her und piekse jetzt mit dem Zahnstocher überall so kleine Löchlein rein und gebe frischen Zitronensaft noch oben drüber. Und dann kühlt das Ganze aus. Und ihr seht jetzt hier mal ganz kurz, wie fluffig dieser Teig ist. Es ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt schon wieder Lust auf Zitronenkuchen. Und dann rühre ich mir auch schon den Zuckerguss an. Die Zutaten habe ich euch hier auch eingeblendet oder stehen in der Beschreibung. Ich habe hier Maiszucker, der ist fruktosearm. Ihr könnt Puderzucker verwenden. Gar kein Problem, das funktioniert 1:1 und dann gebe ich hier auch statt Wasser Zitronensaft hinein und rühre das Ganze an und dann kommt es schon auf den Kuchen und dann haben wir noch einen leckeren Zitronenguss oben drauf und ich habe das dann ganz anschließend, also erstmal schön verteilen, ich bin schon wieder zu schnell beim Sprechen, erstmal schön verteilen. Und dann kurz anziehen lassen und dann habe ich ihn auch anschließend mit Rosenblätter dekoriert. Ich fand das ganz passend und heute ist ja auch Valentinstag, aber ihr könnt es natürlich immer wieder so schön anlässen, so hübsch dekorieren. Ich finde, das passt ganz gut und ihr seht jetzt auch im Anschluss, ich schneide ihn euch, nehme ich hier gleich an, wie saftig dieser ist. Ihr müsst es wirklich unbedingt probieren. Der Rührkuchen blende ich euch hier auch ein, der war auch super saftig, aber der hier, wer Zitrone liebt, testet unbedingt dieses Rezept. Es ist super lecker. Ich bin total verliebt in diesen Kuchen und ich werde den jetzt häufiger backen. Ganz viel Liebe geht raus. Viel Spaß beim Nachmachen.